gehen kann. Es war eine Freundin von mir, damals die Sarah, die meinte, Traumfall sucht eine Sängerin. Und dann bin ich da hin und habe dann da ab 95 zwei Jahre mitgemacht. Und mich jetzt hat es dann nach München verschlagen und dann ist es aufgebrochen und habe ich da dann nicht mehr mitgemacht. Ich habe mich total gefreut, dass einfach die Verbindung geblieben ist zur Band, weil ich fand es einfach auch total schön zu singen. Ich war einfach nur zu jung, sagen wir es mal so. Und ich bin total froh, dass der Flo dabei ist als Leader. Und es ist eine Ehre für mich, dass ich da einfach bei einem Stück auch ein bisschen mitsingen kann. Ja, ich bin eine Jazzsängerin und ich hab Musik studiert und bin jetzt praktisch fertig und unterrichte an der Jazzschule in München als Gesangslehrerin und versuche so natürlich selbstständig das Brot zu verdienen. Fand ich super, super angenehm, sehr nett und einfach so, also kollegial und hat dort gute Tipps gehabt, habe ich viel gelernt. Ja, es gibt halt verschiedene Arten von Studios und das ist halt hier jetzt mit den verschiedenen Band, also Einspielungen, die man dann zusammenspielt. Ich bin es jetzt eher gewohnt, dass man irgendwie mit der Band in einem Raum spielt, aber das ist auch was anderes, das ist was Jazz-spezifisches. Da wird halt dann alles aufgenommen, weil es einfach improvisiert ist und das ist hier was ganz anderes. Und das finde ich auch ganz angenehm, wenn das über Spuren läuft und man immer wieder was dazu legen kann. Mhm.